Hallo, herzlich willkommen zum Review Monstertronic Invader mit Telemetrie. Telemetrie bedeutet, ich kann sehen Akkuspannungen, GPS-Höhe, Distanz, Geschwindigkeit von meinem Startpunkt, GPS-Daten, das heißt die genauen Werte, wie viele Satelliten, welche Richtung ich fliege und welche Einstellung der Kopter hat. Ist also sehr, sehr interessant. Muss man nicht unbedingt haben, ist aber ganz schön zu sehen, ja. So, nun los geht's. Monstertronic Invader fliegt sehr gut und schwebt auch sehr gut. Hat Position Lock und Höhen Lock, das heißt einen barometrischen Sensor ausgestattet und GPS. Eine interessante Sache noch zur Telemetrie, ich kann an der Fernbedienung den Batteriestand, den Akkuladestand vom Kopter sowie auch von der Fernbedienung sehen. Das ist ganz interessant. Hier ist ganz schön zu sehen, das breite und weite Fahrgestell, was er hat. Er hat sehr gute Flugeigenschaften, ist daher meiner Meinung nach ein perfekter Beginner-Kopter. Er ist ein ganz klasse Anfängerkopter, er hat gutmütige Flugeigenschaften, er kann auch halbwegs zügig geflogen werden und durch das breite Landegestell ermöglicht er sichere Landungen. Es ist außerdem so hoch, dass man tadellos einen Gimbal mit Actioncam installieren kann, welche der Kopter natürlich problemlos trägt. Nun der unweigerliche Flug mit einem 2-Achs-Gimbal und einer Action-Cam. Den bewältigt der Invader natürlich tadellos. Also Motorleistung ist da gar kein Thema. Also das ist auf jeden Fall null Problem. Wie gesagt, Akkulaufzeit ist schon etwas kurz, vielleicht 5 Minuten mit Gimbal. Aber es ist wirklich ein guter Filmkopter. Und man kann drauf sehr gut lernen zu fliegen auf diesem Gerät. Starten. Also er verfügt über diverse Funktionen, so haben wir jetzt Position halten, das heißt er hält Position und Höhe. Er hat die Möglichkeit nur die Position zu halten, nur die Höhe zu halten, dann treibt er aber eventuell mit dem Wind ab und hält nur die Höhe, das wird dann über einen barometrischen Sensor gemacht. Beim Position und Höhe halten arbeiten der barometrische Sensor sowie auch GPS zusammen. Und dann bleiben Höhe sowie auch Position konstant. Dann hat der Kopter noch ein Curse Lock, nennt sich das beim Monstertronic. Das ist ein Heatless Mode. Das heißt, ich kann den Kopter unabhängig von der Ausrichtung des Kopters in die Richtung lenken,
in die ich die Fernbedienung auch bewege. Das heißt also, wenn ich gestartet habe, bleibt alles genauso, wie ich es immer gelenkt habe, egal wie rum der Kopf, ob der mit der Nase zu mir steht oder links oder rechts, aber da kommt dann auch noch ein Demo zu, dass man sieht. Und dann habe ich noch über GPS den Return to Home. Das ist dann die Funktion, da haben wir wieder einen Position Lock mit Höhe, da bleibt er halt stehen. Und das macht er wirklich sehr tadellos, also GPS ist anscheinend sehr präzise beim Invader. Und dann haben wir noch der Coming Home, das ist der Return to Home. Das ist also mit einem Knopfdruck kann ich quasi das Ding abrufen. Dann steigt er auf eine Höhe von voraussichtlich programmierten 15 Metern. Das ist der Standardwert und fliegt dann zurück zum Startpunkt. So, jetzt kommt die Demonstration des Curse Lock. Das ist der Headless Mode, so nennen die anderen Hersteller das alle oder die meisten. Das heißt, ich kann den Kopter jetzt so bewegen, wie ich das an der Fernbedienung normal tue, unabhängig von der Ausrichtung dieses Kopters. Das heißt, wenn ich nach rechts lenke, fliegt er nach rechts, wenn ich nach links lenke, fliegt er nach links, wenn ich zurückfliege, fliegt er zu mir zurück. Wenn ich weg von mir fliege, fliegt er von mir weg. Und das unabhängig davon, in welcher Richtung er gerade ausgerichtet ist. Nun sehen wir eine Demonstration vom Return to Home. Coming Home genannt beim Monster Invader. Sie sehen, er steigt auf die vorgegebene Sicherheitshöhe. Und fliegt dann zurück zum Startpunkt, den ich markiert habe mit der abgelegten Fernbedienung. Die liegt da nun. Also der fliegt wirklich völlig autonom. Er hat die Position jetzt so erreicht, denke ich. So sieht das jetzt auf jeden Fall aus. Und dann fängt er nach einem kurzen Gedenkmoment an, sehr schnell zu sinken. Was er in ca. 2 Metern Höhe beendet. Und dann, um etwas langsamer eventuell die Position noch zu verbessern und dann etwas langsamer sich abzusenken. Angemerkt ist, es ist ein sehr windiger Tag. Und da ganz deutlich zu sehen, das ist kein Meter, das ist kein halber Meter neben dem Startpunkt. Also sehr präzise. Das ist jederzeit reproduzierbar. Ich sag ja immer, es gibt Filmkopter und normale Kopter und Flugkopter. Und das hier ist ganz klar ein ganz normaler Kopter, der optimal zum Filmen geeignet ist. Also als einzigen Kritikpunkt an Invader habe ich dieses Batterieverhalten. Das heißt, die Batterie ist mit 5 bis 7 Minuten eindeutig etwas kurz in der Laufzeit, was für einen Anfänger allerdings schon genug Stress bedeuten kann. Man sollte sich aber sicherlich 2 oder 3 Batterien zulegen, damit man dann einen verlängerten Spaß hat. Ansonsten ist das aber wirklich ein ganz empfehlenswerter Kopter, dem Anfänger absolut gute Dienste leisten kann, um alles zu lernen, was man möchte. Er kann halbwegs zügig geflogen werden, er fliegt sehr gutmütig. Das breite Landegestell macht ganz sichere Landungen und Starts möglich, also da ist wirklich wenig auszusetzen. Das Cover ist sehr stabil, Verarbeitung ist ansonsten gut und Ersatzteile kann man auch alle halbwegs günstig bekommen. Außerdem ist er mit ca. 200 Euro einer der günstigeren GPS-Kopter. Da kann man sich sicherlich auch noch 1 oder 2 Batterien dazu leisten.
Nachteil vom Invader ist ganz klar die Batteriespannung. Die müssen wir schon gut im Auge behalten. Wenn man weiter wegfliegt, ist das schwieriger möglich. Nur noch über die Telemetrie an der Fernbedienung. Wenn die aber, sagen wir mal, rapide abnehmen sollte, ist ein windiger Tag oder so, kann es passieren, dass der Invader an der momentan vorhandenen Position, wo er steht, selbstständig landet, um eben Bruch zu vermeiden. Dann ist ein Return to Home natürlich ausgeschlossen. So, hier haben wir jetzt nochmal einen Position Lock mit Höhe halten. Das ist also wirklich eine tolle Sache, um zum Beispiel mal zu verschnaufen oder eben im Vorfeld irgendwas zu filmen, wo es ganz okay ist, wenn der Copter auf der Stelle stehen bleiben soll. Und das ist eine ganz schöne Geschichte. So, ein kurzer Touch and Go, weil Landen ist wirklich easy mit dem Invader aufgrund des breiten Fahrgestells. Ist wirklich very easy. Also ich kenne keinen Copter, der so ein komfortables Landegestell hat wie der Invader. Also das hier gibt definitiv einen Return to Home bzw. Coming Home Demonstration. Schauen wir mal. Da steigt das Ding auf Höhe, kommt ziemlich zügig zum Startpunkt zurück. Das geht wirklich schnell. Dann hat er so einen kurzen Verweilmoment und sucht die Position grob und dann fängt er an sehr schnell zu sinken, wie gesagt, auf so 2-3 Meter. Dann sucht er die Position oder checkt den Punkt nochmal ab. Korrigiert auch nochmal, um dann etwas langsamer, eigentlich fast immer perfekt zu Boden zu gehen. Außer es ist sehr windig, kann es passieren, dass er auf den letzten Zentimeter auch nochmal korrigiert und umfällt. Habe ich aber an dem Tag nicht erlebt. Ich habe bestimmt 10, 12 Mal Return to Home gemacht. Wie man sieht, war es hier nicht ganz so prickelnd, war ein Meter Abstand zur Fernbedienung in etwa. Aber auch das ist sicherlich kein Problem. So, und jetzt wieder noch ab. Neue Runde, neues Glück, so quasi. Also dieses Coming Home hat an dem Tag nicht ein einziges Mal mehr wie 1,50 Meter daneben gelegen. Das war also vollkommen okay. Also sehr präzise Leistungen.
Hier nochmal eine Demo zum Course Lock, das heißt Headless Mode. Ich rotiere das Teil jetzt und kann unabhängig von wie der Kopf da gerade steht, vorwärts, rückwärts, links, rechts fliegen. Das spielt alles keine Rolle. Er fliegt exakt in die Richtung, in welche ich lenke. So, das hier sieht jetzt nochmal nach einem Coming Home aus. Und wie gesagt, das habe ich diesen Tag zigmal versucht, weil es war wirklich windig und ich wollte einfach mal sehen, wie weit wir daneben liegen können. Da liegt die Fernbedienung. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt gleich daneben liegen. Also das Weiteste war, ich denke mal, noch kein 1,50 Meter und in bestimmt 4 Fällen musste ich es abbrechen, weil er sonst auf die Fernbedienung gelandet hätte. Also wirklich punktgenau. Und auch da sieht man wieder, wie perfekt das daneben ist. Das sind keine 20 cm. Ganz klare Kaufempfehlung für das Teil, bis auf die Batterielaufzeit, also 2 oder 3 Akkus kaufen und für den Beginner absolut top geeignet. Super Verarbeitung, sehr stabiles Cover, guter Copter. Danke fürs Gucken, please like and subscribe. Danke.